Vor kurzem erreichte uns die Nachricht einer jüngeren Schwester, die gerade damit beginnen wollte, ihren Hijab zu tragen. Eine sehr schöne Nachricht, wenn nur nicht ihre Zweifel aufgrund der Aussagen einiger Unwissender wären. Diese Leute schaffen es, unsere Schwester denken zu lassen, der Hijab wäre keine Pflicht, da Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort nie im Zusammenhang mit der Bedeckung der Frau verwendet hat. Es soll ein islamisch gerechtfertigtes Argument gefunden werden, damit die muslimische Frau sich letztlich wie die freiheitliche westliche Frau kleidet. Man möchte damit erreichen, dass die Muslime unterschwellig Stück für Stück vom Islam ablassen und im freiheitlichen Unglauben versinken, ohne es zu merken. Die Versuche, die klaren Inhalte des Islam zu verwischen, nehmen langsam Gestalt an. Immer häufiger finden Schwestern bei der Familie nicht nur keine Unterstützung, wenn es um das Tragen des Hijab geht, sondern selbst die Familie relativiert diese Pflicht. Dieser mangelnde Rückhalt wiegt schwer auf den Schultern dieser gläubigen Frauen. Und die ein oder andere wünscht sich vielleicht endlich ihren Hijab zu tragen, doch fehlt genau diese Rückendeckung seitens der Familie. Häufig ist es Angst davor, dass die Tochter sozial ausgeschlossen oder etwa benachteiligt wird. Manchmal ist es aber auch Unwissenheit oder aber Scheinargumente, die den Islam unkenntlich machen sollen. Es ist an der Zeit, diesem Gerede einen Riegel vorzuschieben, damit die Muslime Gewissheit in dem haben, was ihnen als Pflicht aufgetragen wurde. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran bezüglich der Kleidung der Frauen und ihren Schmuck nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was davon sichtbar sein darf, und dass sie ihre Tücher um ihre Kleidungsausschnitte schlagen. In dieser Aya beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala das obere Kleidungsstück der Frau. Dass sie ihre Tücher um ihre Kleidungsausschnitte schlagen, bedeutet, dass sie ihren Khimar, den die Frau auf ihrem Kopf trägt, so über ihren Hals und ihre Brust legen soll, dass davon nichts mehr zu sehen ist. Dieser Khimar wird häufig mit dem Hijab gleichgesetzt. Es ist das Kopftuch, welches die Frau trägt. Doch das Kopftuch allein ist noch kein Hijab. Das, was noch fehlt, um ein Hijab zu sein, ist das untere Kleidungsstück. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hierzu: O Prophet, sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern und zu den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Übergewänder reichlich über sich ziehen. Dieses Übergewand ist der Jilbab. Sie sollen ihre Übergewänder reichlich über sich ziehen, ist gemeint, dass sie ihren Jilbab über der Kleidung tragen und ihn bis zum Boden herunterhängen lassen. Ebenso klar wie die Belege für die Kleidungsstücke sind, ist es auch, was die Frau von ihrem Schmuck zeigen darf. Als diese Verse offenbart wurden, zeigten die Frauen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts als ihr Gesicht und ihre Hände. Das erklärt, was mit dem Schmuck, der öffentlich gezeigt werden darf, gemeint ist. Denn der Schmuck steht hier in der Bedeutung von dem Ort, an dem für gewöhnlich Schmuck getragen wird. Das heißt, Kohl für die Augen und Ringe für die Finger. Kein anderer Körperbereich wurde offengelegt. Dies sind die Beweise für die Bedeckung der Frau im öffentlichen Leben. Allah subhanahu wa ta'ala zeichnet also ein sehr deutliches Bild davon, wie die Muslima sich zu bedecken hat. Sie trägt einen Khimar, den sie über Hals und Brust legt, und einen Jilbab, den sie bis zum Boden herabhängen lässt, sodass ihre Füße bedeckt sind. So haben es die Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden, und so lehrte er sallallahu alaihi wasallam es den Gläubigen. An unsere ehrenhaften Schwestern sei gerichtet: Allah subhanahu wa ta'ala hat euch unter allen Frauen durch Schamhaftigkeit ausgezeichnet. Dieser Hijab, euer Hijab, ist ein Zeichen eurer Schamhaftigkeit und ein Zeichen eurer Gottesfurcht. Gerade heute, während wir in dieser schamlosen und gottlosen Welt leben, repräsentiert ihr das, was den Menschen verhasst ist. Doch freut euch, denn Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Gottesfürchtigen und Standhaften nie im Stich. Wegen des Hijabs seid ihr mehr als andere Muslime Anfeindungen ausgesetzt. Ihr beweist jeden Tag aufs Neue durch das Tragen des Hijab, dass euch Allahs Zufriedenheit wichtiger ist als die Erschwernisse, die ihr ertragt. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt und belohnt den Gläubigen für jede Erschwernis, die ihn trifft, und sei es nur durch den Stich eines Dornes. Wie ist es dann erst, wenn sich die Gesellschaft, in der man lebt, gegen einen richtet? Selbst wenn ihr derzeit unangenehme Situationen erlebt und Einschränkungen in Kauf nehmen müsst, könnt ihr doch trotzdem auf einen großartigen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala hoffen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns aus einem Zustand der Angst in einen Zustand der Sicherheit zu versetzen. Oh.
heart.